Hi, ich bin Friederike und heute möchte ich euch zeigen, was ihr hier alles auf dem Campus machen könnt. Unsere Hochschule befindet sich mitten in Frankfurt. Über 15.000 Studierende aus über 100 Nationen studieren an der Frankfurt UAS. Wir stehen gerade vor dem Gebäude 10. Es ist ganz neu und gerade erst fertiggestellt worden. Kommt mit! Die Büros und Seminarräume hier im Gebäude 10 sind vor allem für den Fachbereich 4 vorgesehen. Hier im Innenhof kann man übrigens auch einfach mal Pause machen. Hey! Ab diesem Wintersemester werden die Kurse des Campussports hier in der Mehrzweckhalle stattfinden. Die Halle bietet außerdem Platz für große Veranstaltungen. Der wichtigste Ort auf dem Campus ist neben dem Hörsaal die Mensa. Snacks, Getränke oder Mittagsmenü, hier gibt es alles gegen den Hunger. Und wenn das Wetter gut ist, könnt ihr draußen vor der Mensa sogar lernen. Hier hinter mir seht ihr die Bibliothek unserer Hochschule, wo ihr euch zahlreiche Bücher und Medien zum Lernen und Studieren ausleihen könnt. Auch findet ihr hier rechts nebenan die Sicherheitsleitstelle. Wenn ihr Probleme auf dem Campus habt, könnt ihr den Sicherheitsdienst 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche erreichen. Die Nummer findet ihr hier eingeblendet. Ihr wollt euch auch neben den Sportkursen sportlich betätigen? Dann besucht doch mal den Sportpark hier hinter der Bibliothek. Nach einer kurzen Einweisung durch den Campussport könnt ihr alle Geräte, die ihr hier findet, frei nutzen. Und nein, ich mache euch das jetzt nicht vor. In Gebäude 1, wo wir uns gerade befinden, könnt ihr euren Study-Chip mit eurem Semesterticket bedrucken. Direkt neben den Druckern ist das Studienbüro, das euch bei Anträgen und Bescheinigungen hilft. Und gegenüber ist das International Office, euer Ansprechpartner für Auslandsaufenthalte und Erasmus-Semester. Als letztes treffe ich mich heute mit Professor Dr. René Thiele. Er ist Vizepräsident für Studium und Lehre und aktuell geschäftsführender Präsident unserer Hochschule. Lieber Herr Thiele, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ist mir immer eine Freude. Wir waren heute unter anderem in dem neuen Gebäude 10, ein imposanter Bau. Was gibt es denn sonst noch für Bauprojekte auf dem Campus? Wir haben einige Bauvorhaben auf dem Campus, die in den nächsten Jahren an auch das Gesicht der Hochschule verändern werden. Wir werden einen neuen Campus bekommen. Zunächst mal das Gebäude 9 wird renoviert und wird nach Abschluss der Renovierungsarbeiten dann für die zentrale Verwaltung zur Verfügung stellen. Hier werden wir alle Serviceeinheiten zusammenziehen, damit Studierende, Mitarbeitende, Professorinnen und Professoren auch eine zentrale Anlaufstelle haben. Daneben ist in Planung für einen Neubau das Gebäude 7, das, nachdem wir dann den Umzug der bisherigen Belegung vollendet haben, den Umzug in die Hungener Straße, werden wir dann tatsächlich auch im Gebäude 7 mit den Abrissarbeiten beginnen und dann einen kompletten Neubau an dieser Stelle errichten. Ebenso ist das Gleiche auch für das Gebäude 8 geplant, allerdings dann in der Zukunft, wenn die Vorhaben für 9 und 7 dann abgeschlossen sind. Der Bau des neuen Gebäudes 10, vor dem wir jetzt gerade stehen, wurde im Herbst 2020 begonnen und ist jetzt kürzlich erst abgeschlossen worden. Wie soll das neue Gebäude denn genutzt werden? In diesem Gebäude sind im Wesentlichen für Studierende auch weitere Seminar- und Veranstaltungsräume vorgesehen. Die Räume sind mit modernster Medientechnik ausgestattet, sodass wir auch da einen großen Innovationsschritt machen. In der 4. Etage sind dann darüber hinaus auch Bürogebäude eingeplant und werden auch in Kürze schon bezogen. Im größten Anteil vom Fachbereich 4, aber auch andere Fachbereiche werden hier noch zum Teil mit untergebracht, sodass wir eine sehr umfangreiche Nutzung haben. Dieses ganze Gebäude ist so ausgelegt, dass es für große Events geeignet ist. Hier können also beispielsweise auch wissenschaftliche Kongresse stattfinden, Tagungen, Konferenzen, auch zum Beispiel der Hochschulball, also verschiedenste Möglichkeiten, die wir hier haben. Darüber hinaus haben wir bereits jetzt für 2024 den World Congress of Gerontechnology gewonnen. Der wird auch bei uns stattfinden in diesem Gebäude 10. Da freuen wir uns sehr drauf und auch andere Veranstaltungen sind jetzt bereits in Planung, sodass wir hier auch als Hochschule eine ganz neue Möglichkeit und Chance haben, uns zu repräsentieren. Das Gebäude gibt es her, die Technologie ist auch dafür da und da freuen wir uns sehr drauf. Sehr spannend. Ich frage mich, ob man den Campus in einigen Jahren noch wiedererkennen wird.
Gibt es noch irgendetwas, was Sie den Studierenden, die jetzt ihr Studium anfangen, mit auf den Weg geben möchten? Ja, zunächst mal freue ich mich natürlich, dass Sie zu uns gekommen sind als Studierende und hoffe auch, dass Sie hier einen guten Start haben werden und sich gut aufgehoben fühlen. Und meine Empfehlung ist tatsächlich, sich zu engagieren an der Hochschule, denn eine Hochschule kann aktiv mitgestaltet werden in Gremien, in den Fachschaften, im AStA oder auch im Senat, auch gerne in den Cafés, die immer wieder Mitarbeitende und Unterstützung suchen. Also eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich an der Hochschule einzubringen. Ich würde auch allen Studierenden mal empfehlen, beim Roten Haus auf dem Campus, beim AStA vorbeizuschauen oder bei den Fachschaften. Es lohnt sich. Vielen Dank. Sehr gerne.